Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Donkey Kong Jungle Beat. Beim letzten Mal ging es in die Honigmelone und meine Pein begann. Und sie wird drastisch ansteigen. Ab in die Stinkfrucht. Letztes reguläre Level, dann heißt es die nächsten 3-4 Folgen geheime Level. Bevor es final. Oh! Die Melodie dürfte jeder Super Smash Bros. Brawl Spieler wiedererkennen. Tam, tam, tam. Die wurde nämlich auch in Super Smash Bros. Brawl, Super Smash Bros. Brawl verwendet. So. Okay. Wir müssen aufpassen, denn wir werden die ganze Zeit in diesem Level von irgendwelchen imaginären Kanonen aus der Entfernung angegriffen. Wow, das war knapp. So, hier gibt's noch Leben. Die sind jetzt immens wichtig zu diesem Zeitpunkt. Ha! Hahaha! Oh, come on! Wirklich! Muss das sein? Ah, immerhin haben wir noch ein Leben bekommen. Ah, jetzt werden wir hier gleich noch geninjat. I'm a Ninja! Und ich dachte, Tenchu Shadow Assassin spiele ich ja später. Na komm, wenn die meinen, dass sie mich angreifen wollen, diese Ninja-Affen, dann wollen wir denen zuvorkommen. Ich weiß nicht, ob ich es in einem Durchgang schaffe, hier die 1000 Bananen zu erreichen. Wir werden es sehen. Ha! Wo kam das Schwein her? Ich habe mich voll erschrocken. Gott. Dammit. Okay. Schon wieder die Ninja-Affen. Das war's auch Ninja. Monkey no Jutsu oder so, ne? Nein. Ich weiß nicht, was Affe auf Japanisch heißt. Ich weiß nur, dass no Jutsu irgendwas mit der Ninja-Kunst ist. Achtung, da kommt noch so ein Wehrschwein, sag ich mal. Weil schaut euch mal an, der hat Camouflage-Muster. So wie Snack! Schon wieder Ninjas, was ist das denn? Ja, ihr merkt nämlich, wir nähern uns der Bastion von Ghastly Kong. So heißt, glaube ich, der letzte Gegner. Oder Cactus King. Ich weiß nicht, wie die Übersetzung da nochmal war. Oh, wirklich, jetzt kommt noch so ein Vogel. Oh, oh, das trifft nicht, das trifft nicht. Komm jetzt aber. Hopp. Ha, da ist er gestunt. Und her damit. Her mit deinen Bananen. So. Okay, das klang etwas pervers. Her mit deinen Bananen. Herz kommt von oben runtergeflogen. Ja, wir nähern uns, wie gesagt, der Bastion von dem letzten Boss. Und ihr merkt, dass wir hier überhaupt nicht erwünscht sind. So, dieses Äffchen haben wir auch geklatscht. Jetzt, da wir zwar aus dem Hagel von den Kanonen raus sind, wird das Ganze nicht besser. Aber wir schießen gleich zurück. Passt auf. Wenn ich es schaffen würde, da hochzukommen. So. Ja, ich dachte, das geht. Dammit! Ich war mir sicher, dass das geht. Doch, es geht ja auch. Seht euch das an. Jetzt können wir zurückschießen. So. Dann verlassen wir diesen Elefanten hier und sammeln diese Bananen. Ist das eine Qual gerade? So, aber immerhin eine Vierer-Kombo. Gut, hin und her und hin und her und das geht hier hoch. Die Vierer-Kombo hat dir gar nichts gebracht, weil ich eh wieder runter muss. So, jetzt muss man aufpassen. Wow! Wow! Hab ich Schiss! Haha, damn it! Ich bin getroffen. We left a good man up there. Ha, didn't we? Wow! Jetzt heißt es aber rennen, rennen, rennen. Okay, jetzt ziehe ich mich hoch. Jetzt warten wir erstmal, dass der da schießt. Komm schon. Haha, das muss man nämlich richtig timen, zu springen und dann noch gleichzeitig dieses Schwein da zu lähmen. Gut, wir haben fast 500 und wir haben einen Sicherheitsbusch. Da bin ich doch schon mal etwas sicherer. Oh, wirklich? Muss das sein? Muss doch nicht sein. Aha, ein Ninja-Affe. Was immer der davor hat. Wir werden es nicht erfahren so schnell. Zwischenlandung. Hinter mir wird sie. Ah, ich hab's gewusst. Hinter mir schließt sich. Schließt es sich. Boah, hab ich gerade ein SCH-Problem gehabt. Na, du bleibst schön hier. Nachdem ich dich gehauen habe, kümmere ich mich um deine Buddies. Oh. So,
Kann man hier was kaputt machen? Nein. Okay, hier komme ich doch nicht runter. Ich dachte, es wäre möglich. Aber das hier. Es gefällt mir nicht so ganz. Oh, die Spinne. Jetzt schon. Das heißt, wir sind schon fast am Levelende. Also, das, ihr merkt, das letzte Level, wir sind ja noch nicht ganz im letzten Level, aber das hat nochmal ziemlich viel zu bieten. Und da ist die Stinkfrucht. Und ich gehe mit unter. Ah, nein. Ich gehe nicht mit unter 500 Bananen hier raus. Guckt. Es euch an. So, das Herz will ich noch einsammeln und dann gehe ich durch die Stinkfrucht. Uff. Gibt's hinten noch was? Nein. Manchmal ist ja hinter dem Leveleingang oder Levelausgang oder oberhalb des Ganzen noch was zu holen, aber in dem Fall war das nicht so. Okay. Ich bin die Ruhe selbst, aber Donnerkastell. Wir haben Orkanhügel geschafft auf uns. Das kenne ich auch noch zu gut. Hier sind irgendwelche komischen Bienen. Wieder unterwegs und ich mache Mist und verschenke mir die Möglichkeiten, hier Bananen einzusammeln. Mist. Okay, dann machen wir es anders. Ab. Und hopp. So, da ich mir die Möglichkeit verschenkt habe, da oben möglichst viele Bananen abzugreifen, müssen wir das halt so machen. Oh, Fisch! Komm, dreh dich um. Kollege, fahr mal die Stacheln ein. Los, 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 los. Okay, komm her. Jetzt bist du fällig. Du fetter Qualle, ey. So, 20 Bananen. Ich hab gerade. Schon wieder schießt mich vorwärts zu bewegen, weil hier können überall Gefahren kommen. Denn die haben nämlich rangezoomt. Die Schweine! So. Und das war's auch für dich. Ich bin froh, wenn ich über die 1000 komme und die dann auch bei dem Boss behalte. Mein Gefühl sagt mir, wir werden es hier mit einem Kong zu tun haben. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Irgendwas. Du Schande. Wenn ich mich jetzt falsch bewege, verliere ich die ganze Combo und fast 100 Bananen. Warum wollte ich Münzen sagen? Wir sind nicht in Mario-Spielen drinne gerade. Oh Gott. Oh Gott, nein! Schaut es euch an! So ein Kollege habe ich jetzt auch noch gebraucht, ey. Ha, wir haben aber besiegt. Und auf zur wilden Wasserfahrt, Leroy Jenkins. Und wir können unsere Kombo noch erweitern. Ich sollte aber irgendwo trotzdem mal zwischenlanden. Ich hab so Schiss. Wenn ich den Kaktus da jetzt ramme. Ha! Moskitos! Gut, ich bin zwischengelandet. Tut mir leid, Ich hatte so Bammel, meine Combo zu verhunzen. Aber wir werden sie uns jetzt wieder aufbauen. Ist ja alles kein Problem. Gott. Hier lebst du halt permanent mit Angst in dem Spiel. So, hopp. Da sagen die Leute noch, Survival-Horror-Spiele können einem den Schauer den Rücken runterjagen, ne? Okay. Eine 6er-Kombo. Sieht schon mal gut aus. Die Musik ist schon wieder mal so, ne? Ich muss den Spieler ärgern. So nach dem Motto. Banana! So. Sicherheitsbusch! Habe ich ihn aktiviert? Ich glaube nicht. Okay. Komm, den sichere ich mir jetzt, wie der Name schon sagt. Was bist du denn für ein blöder Vogel? Der hat mir die Kombo verhunzt. Naja, ich hatte nicht viele Bananen eingesammelt, aber trotzdem ist es ärgerlich. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt trotzdem nochmal runter, auch wenn das jetzt Zeit kostet, aber wir haben noch genug Zeit zum Aufnehmen. Denn ich will mir da eine schöne Kombo wiederholen und mir die nicht von so einem blöden Vogel da verhunzen lassen. Ich brauche ja gar nicht so weit zurückzugehen, weil das sind ja auch solche Büsche, die mich schießen können. Hopp. So. 4er-Kombo, hopp. Wandsprung, das war schon ein 5er, jetzt kommt die 6. 7. Okay, und wieder hoch zu diesem Vogel. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass ich nichts ramme und nicht von einem Gegner oder so angegriffen werde.
Wir könnten darüber. Haha, aber dieser Ninja-Affe da ärgert mich nur. Und von da oben ist auch noch einer. Und da ist noch so ein blöder Vogel. Lass mal gucken. Hier ist nur ein Herz. Okay. Ach, Mist. Gehe ich jetzt nochmal zurück? Ach, dann verzichten wir halt drauf. Wir haben ja eh eigentlich genug Bananen. Ich mache, ich starte die Kombo von hier neu. So, hopp. Hopp, hopp und hopp. Und jetzt wollen wir mal gucken. Na, 7. Eben hatten wir 8. Also, die eine Kombo, da macht es jetzt auch nicht unbedingt aus. Aha. Aha. Okay, wir kriegen auch nochmal so Bananen. Ich muss schon aufpassen, dass der da mich nicht erwischt. Okay, der scheint ein bisschen still zu stehen. Kriegselefanten wieder. Und Ninjas, 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 Ninjas. Wow, 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 wow. Eieiei. Dieses Level ist ja voller Gefahren. Ich wollte eben sagen, schwimmen mal hoch. Das macht keinen Sinn. Wir fliegen mal hoch. Und lassen uns die Kombo verhunzen. Meine Güte. Ich will nur dieses Level beenden. Du Schande, das geht ja noch ewig so weiter, merke ich gerade. Ach, wisst ihr was? Ah, ich kann doch nicht mehr raus, okay, ich dachte. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich sehe doch, dass der gerade Feuer spuckt. Gut, wir warten kurz. Mhm. Na gut, anders. Neu. Neu, 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 neu. Wir kommen schon so auf die 1000. Hoffe ich zumindest. So, wir warten. Jetzt. Haha, Giganimo! Giganimo macht in Kirby's Wohnung. Nee, Quatsch. Und. Oh, ich bin zwischengelandet. Egal. War das knapp. Das war echt knapp. Aber wir haben eigentlich schon genug Bananen jetzt zusammen, wie ihr feststellen könnt. Okay. Was ist das? Ab. Obwohl, jetzt könnte ich ja versuchen, so mir wieder etwas größer aufzubauen. Bin gespannt, was da oben noch kommt. Ich höre nur Kriegselefant noch. Mist. Das heißt, die Schweine hätte ich schon für die Kombo gebraucht. Naja, dann halt nicht. Wenn du nicht willst, Donkey, dann will ich auch nicht. Dann müssen wir uns das Ganze anders erarbeiten. So zum Beispiel. Oh! Oh Gott, was kommt denn da noch auf mich zu? Moskitos, Moskitos. Eieiei. Das ist ja gefährlich hier, gemeingefährlich dieses Level. So, halt. Halt, Donkey, Donkey, Donkey. Würdest du bitte das machen, warum ich dich gebeten habe? Okay, jetzt Stampfattacke und jetzt nein. Jetzt Stampfattacke und dann nein, genau. Und nochmal, Vogel. Oh Gott, muss das sein? Wisst ihr was, ich lasse die jetzt in Ruhe, wenn die mich nun so nerven, wenn ich die nicht klein kriege. Da ist ein Herz und hier ist überall Feier. Du Schande. Ich will nur noch raus hier aus diesem Level. Das ist ja ein Call, das ist ja ein Glühofen hier. Oh, hier gibt's ja massig Bananen und ich habe Mist gebaut. Gut. So, jetzt aufpassen, dass mich keiner der Elefanten da erwischt. Dann können wir da oben noch ein paar Bananen einsammeln. Also ich vermute mal, wir sollten hier eher mit einem Vogel jetzt fliegen, was? Weil wenn ich lande, ist es blöd. Ah, nein, das ist zu riskant. Das ist zu riskant. Mist! Gottverdammter. Okay, da oben. Das brennt hier alles. Wisst ihr was? Ich beende das Level hier an dieser Stelle. Ich sammle jetzt nur noch die nächsten Bananen ein und dann bin ich gespannt, was auf den Gegner kommt. Jede Wette einkommen und er wird mich holen, Oh Gott, ich kenne dieses Lachen. Ich befürchte, das ist der schlimmste Kong von allen, der da kommt. Der schwierigste meiner Meinung nach. Ja! Der K.O. Kong! Nein! Nein! Ich werde jetzt verzweifeln. Den werde ich nicht schaffen. Mit 1000.
Seht ihr, er hat mich schon erwischt. Ah, jetzt ist er aber fällig. Okay, ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht nochmal trifft. Es wird so knapp. Ich hab echt eine ziemlich knappe Bananenzahl mitgebracht. Wow! Und jetzt schnell der Konterschlag. Aber ich weiß, dass er im Rage-Modus scheiße ist. Aber richtig scheiße. Guckt euch das an! Wow! Ich hab's trotzdem geschafft, ihm auszuweichen. Das könnte ja noch was werden. Nein, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mich mit Absicht killen lassen. Ihr müsst nämlich verstehen, wenn man einmal K.O. Kong geschafft hat, man will nicht mehr zu dem zurückkommen. Ich muss also aufpassen. Äußerste Konzentration. Ich darf auf jeden Fall nicht getroffen werden, bevor er in den Rage-Modus geht. Und auch dann sollte ich es vermeiden. Okay, los geht's. Oh, ich habe gerade keine Kraft mehr in den Arm. Beziehungsweise mein Asthma macht sich jetzt bemerkbar. Das ist ein Problem. Okay. Gut. Dieses Mal bin ich besser zu ihm in den Rage-Modus gekommen. Ich habe so Schiss, von ihm getroffen zu werden, ne? Das gibt's überhaupt nicht. Okay. Das war doch ganz gut. Das war akzeptabel. Oh, er ist Clashdown. Er ist Clashdown. Ich kann's nicht fassen. Ich kann's nicht fassen. Oh Gott, meine Stimme. Ist das alles hysterisch? Ja. So gut habe ich noch nie besiegt. Entschuldigung, ich hab... Oh, ich bin... Euphorisch. Ich habe ihn noch nie in diesem Stil besiegt. Oh Gott, ich habe ihn noch nie in Perfect Run besiegt. Ich kann selbst nicht fassen. Ich gehe jetzt einsaufen. Nein. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Herren, ich kann es nicht fassen. Ich habe ihn gelegt. Ich habe ihn gelegt. Ich habe ihn gelegt. Oh. Ich bin die Ruhe selbst. Oh, ich habe die Stingfrucht geschafft. Meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist der schwierigste Kong. Es gibt noch einen Kong im... wie gesagt, in dem Bonus-Level. Ja, das hätten wir alles machen können, wenn der kommt, aber ich hätte so viel Schiss vor diesem Level. Es gibt noch einen Kong im Bonus-Level, aber der ist meiner Meinung nach akzeptabel. Der ist gar nicht so schwer. Das war halt, wie gesagt, das Schwerste, weil wenn der euch trifft, der geht in Rage-Modus über. Sternenfrucht. So! Dam, da, dam, dam. Wenn wir also diese vier Buchstabenwelten geschafft haben, haben wir die Mondwelt entdeckt. Und die Mondwelt ist das Finale. Tada! Aber das machen wir erst beim. Ein paar Folgen später. Irgendwann, vielleicht nächste Woche, werde ich schon dieses LP beendet haben. Ja, nächstes Mal bei Donkey Kong Jungle Beat gehen wir ins Reich Birne. Bei der Folge, die danach kommen wird, oder vielleicht schon in der nächsten Folge werde ich hinten dranhängen, werde ich hier alles skippen bis zu dem Bosskampf gegen Bombofund mit mehr als 1000 Bananen. Weil ihr, ich meine, ihr habt die Level schon gesehen, aber ich muss hierhin Backtracking machen, weil mir fehlt noch ein Wappen bis zum... Geheimlevel. Gut, dann sieht man sich beim nächsten Mal von Let's Play Donkey Kong Jungle.